Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports. Ich begrüße euch zurück hier zu World of Tanks. Wir sitzen erneut im VK 3001P, dem Vorgängerpanzer zum Tiger P. Da fehlen mir jetzt noch so schätzungsweise 20.000 Erfahrungspunkte. Die könnte ich die nächsten Tage eigentlich mal erspielen. Das sollte ja eigentlich relativ zügig gehen, gerade bei solchen Gefechten, wo eigentlich außer zwei Tier 7er nur 6er auf dem Feld sind. Und natürlich noch ein 5er jeweils. Da muss ich mich auf jeden Fall nicht so sehr verstecken, als wenn jetzt, wenn ich in einem 8er Gefecht lande, was natürlich für den Panzer mit dem Alpha-Schaden nicht so schön ist. Die Karte ist Klippe, Standardgefecht, gut, was anderes gibt es hier nicht. Der E25, so wie es aussieht, will auf den Berg zum Leuchtturm und wir sind im Moment bisschen alleine hier. Der ELC fährt auch hoch. Die Panther M10 kommt mit. T150. Al, okay, was haben wir da? Ein VK. Eine Arti gibt es nur. Ich hoffe, dass die jetzt nicht unbedingt auf uns zielt. Ah, sehr schön, drücken wir dem VK schon mal 2. Oh, da kommt. ELC ist abgeprallt. Und da ist er auch weg. Sehr gut. Das muss die Arti gewesen sein, vermute ich mal. So, und jetzt versuche ich auf die Su. Die Su zieht sich zurück. Dann können wir auf die da hinten schießen. Oh, der Schuss fiel wunderbar runter. Der hat getroffen, sehr gut. Da ist noch ein KV-85. Der muss jetzt auch mal erstmal weg. Oh, der zeigt uns wunderbar die Seite. Habe ich jetzt unseren eigenen getroffen? Bin jetzt unsicher. Nee, eigentlich nicht. So, aber jetzt wird es langsam gefährlich hier. Das war jetzt sehr mutig, was ich gemacht habe. Da hinten, genau, Arti. Und eigentlich ist es meine Aktion hier für die Heavies. Wir müssen jetzt hier mal durchdrücken, um die von hinten zu holen. Die Su hat sich wieder zurückgezogen, beziehungsweise ist jetzt auf der Zweierlinie. Und jetzt brauchen wir mal Support hier. Der Al geht Richtung Cap. Und ich gucke mal, dass ich hier von hinten an die rankomme. Weil auf der anderen Seite sieht es jetzt nicht so proper aus. Und die Gegner sind auch noch relativ voll. Da ist ein Cromwell. Die sind mittlerweile bestimmt auch offen. Da ist der VK. Der Cromwell brennt. Hallo VK. Schön in die Seite vom Turm. Wir winkeln uns mal ein Stück an. Der war schlecht geschossen. Nochmal in den Turm. Schade. Jetzt sind ja auch noch alle weg. Das war natürlich jetzt keine glorreiche Aktion hier von mir. Jetzt gucken wir mal, dass wir noch Gegner finden, wo wir ein bisschen Schaden machen können. Der Panzer ist jetzt nicht unbedingt der schnellste. Oh, und wir nehmen natürlich auch noch die Kante hier mit. Das passiert dann hoffentlich mit den neuen Physics nicht mehr, dass man an solchen Mini-Kanten irgendwie Geschwindigkeit verliert. Das ist teilweise sehr ärgerlich und für mich auch persönlich sehr nervig. Das ist noch ein VK-30. T-150 ist weg. Jetzt steht da noch ein R, vielleicht kriegen wir den auf. Beziehungsweise werden wir vorher aufgehen. Oh, schön in den Boden geschossen. Das ist die Arti. Wir fahren einfach mal vorbei. Der ging voll durch ihre Panzerung. Erwischt. Sehr gut. Den kommen wir nicht auf den Panther. Der steht hinter einem Haus, höchstwahrscheinlich. Vielleicht jetzt. Nope. So, wo ist der Al? Der Al hat sich irgendwo anders hin verkrümelt. Ich vermute mal, er deckt jetzt die Arti.
Gucken wir mal, dass wir da mit ein bisschen Glück rauskommen, ohne dass die Arti uns trifft. Wo ist der Aal hin? Interessant. Dort ist der Aal. Ich gehe lieber auf den Aal. Oder? Das muss ja, prallen wir erstmal an der Arti ab. Kann man natürlich auch mal machen. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Und, jetzt auf den Aal. Huch. Gut, da war er auch weg. Schnelle, zügige Runde, würde ich mal sagen, mit 3 Kills. Schaden war jetzt so lala. Geht natürlich auch noch besser. Aber es war nur ein Tier 6 Gefecht. Dafür gab es zweite Klasse. Oh je, oh, das Jagdpanther-Gefecht war gar nicht gut. Wirkungsfeuer. Wir sind vom Schaden her, naja, im oberen Drittel gerade noch so. Da waren, oh, der E25 hat gezeigt, was er kann mit 2690 Schaden. Aber mit den Kills waren wir relativ gut, 3 Stück. Sind damit auch auf Platz 2 mit 735 Basiserfahrungspunkten. Wir haben wohl auch noch, nee, haben wir nicht. Ich dachte, wir hätten noch ein bisschen was aufgedeckt, aber leider nur 137. Unsere Panzerung hat gezeigt, was sie kann. Also wenn man ihn anwinkelt, da kann schon mal was abprallen mit 460 abgewehrt. Insgesamt sind 27.000 Credits plus und mit Tagessieg sind das 2.200 Erfahrungspunkte. Ja, schnelle kleine Runde im VK. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Panzer so findet, ob es euch gefallen hat oder eher nicht. Was ich mal besser machen soll, damit ich es besser machen kann, würde ich mich drüber freuen und sage Tschüss, bis zur nächsten Runde. Ciao, euer O'Hare.